Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Frederici, das war ja ein völlig ideologiefreier Vortrag, den wir gerade gehört haben. Also, und wissen Sie, es ist eine gewisse Tragik, wenn man an seine eigenen Vorurteile selbst glaubt. Und das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden in Ihrem Beitrag. Und ich frage mich auch, wie Sie dazu kommen zu behaupten, dass die rot-rot-grüne Koalitionsvereinbarung den Flughafen BER nicht ausbauen wolle. Völliger Unsinn. Natürlich wollen wir das. Wir wollen diesen Flughafen zu einem leistungsfähigen Flughafen machen. Also das Niveau steigt zusehends. Das Niveau steigt zusehends. Ja. Also, wir werden diesen Flughafen zu einem leistungsfähigen Flughafen machen. Also, zu der Frage, aber wann, sage ich, sollten sich die Fraktionen, die in den letzten 5 Jahren politische Verantwortung getragen haben, meine Antwort überlegen. Der Flughafen wird, wie Sie wissen, 2017 oder 2018 nach Ihrer erfolgreichen Vorarbeit eröffnet werden, meine Damen und Herren. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Kollege Frederici, nachdem die CDU 5 Jahre verantwortlich mit dem Thema umgegangen ist und verantwortungsbewusst mit dem Thema umgegangen ist, kaum, dass sie im Übergang in die Opposition sich befindet, jetzt offensichtlich die Tegelfrage wieder aufmacht. Und damit, ja, ich meine, Herr Chaya, das macht es ja noch schlimmer. Das macht es ja noch schlimmer, dass die CDU sich von ihrem Unsinn treiben lässt. Also, aber der Quatsch wird ja immer noch quetscher, wenn man das jetzt weiter betreibt. Weil ich habe jetzt hier bislang keine qualifizierte Diskussion über dieses Thema gehört von Ihrer Seite. Sie müssen sich mal auseinandersetzen. Sie müssen sich mal auseinandersetzen mit dem, was die rechtliche Lage ist. Und da zitiere ich mal aus dem Planfeststellungsbeschluss, wenn Sie es nachlesen wollen, auf Seite 328 des Planfeststellungsbeschlusses. Dort heißt es, der Planfeststellungsbeschluss für BER steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Schließung der Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof spätestens nach einer Übergangszeit von 6 Monaten nach Inbetriebnahme der Südbahn. Wortlaut des Planfeststellungsbeschlusses. Und ich zitiere auch noch mal das Bundesverwaltungsgericht, das noch mal festgestellt hat, auch hier zitiere ich, dass der planfestgestellte Ausbau des Flughafens Schönefeld der Planfeststellungsbeschluss steht unter dem Vorbehalt der Schließung der beiden innerstädtischen Flughäfen. Das steht explizit im Planfeststellungsbeschluss und das können Sie nicht wegdiskutieren. Und wenn Sie an dieser Schließung rütteln, gefährden Sie das Projekt BER, sondern es wird hundertprozentig dann Klagen gegen den BER und gegen den Planfeststellungsbeschluss geben. Und deshalb sage ich, es ist unverantwortlich, es ist ein Hazardspiel, was Sie hier betreiben, und es ist den Leugnen Sand in die Augen zu streuen und nicht die Wahrheit zu sagen, wie die Realität ist und wie die Lage ist. Und ich sage auch, wir halten fest, dass wir mit der Schließung des innerstädtischen Flughafens Tegels ein Gefährdungspotenzial wegnehmen wollen und wir über 300.000 Menschen vom Fluglärm entlasten wollen. Und die FDP als sogenannte Wirtschaftspartei, sage ich, tut dem Wirtschaftsstandort Berlin einen Tort an, weil sie gefährden mit dieser Politik die Fertigstellung von BER. Sie gefährden die Entwicklung eines Zukunftsstandortes in Tegel, so wie er geplant ist, mit der Ansiedlung von Wirtschafts- und Wissenschaftseinrichtungen und dem Bau von ca. 10.000 Wohnungen. Meine Damen und Herren, wir werden das nicht mitmachen. Wir halten daran fest, BER muss zu einem leistungsfähigen Flughafen ausgebaut werden und Tegel wird geschlossen.